Freibeuter und Pfeffersack. Der erstklassige Zweitliga-Podcast über den HSV und den FC St. Pauli. Ahoi, liebe Leute, und herzlich willkommen zur 20. Ausgabe von Freibeuter und Pfeffersack. Es begrüßen euch wie immer sehr herzlich der Freibeuter Justus und der Pfeffersack Ansgar. Und diese Folge ist eine ganz besondere Folge, denn ich bin nicht alleine in meinem Keller und über Zoom mit dem Freibeuter Justus verbunden, sondern ich bin in des Freibeuters Keller und der Freibeuter sitzt mir gegenüber. Hey, Freibeuter! Hey, Pfeffersack! Willkommen in meinem Piratennest. Schön, dich mal hier so zu sehen. Ja. Genau. Es ist sehr gemütlich hier unten bei dir, kuschelig, warm. Wenn du dich nicht benimmst, wirst du Kiel geholt. Dann werde ich Kiel geholt, genau. Leute, wenn ihr sehen wollt, wie es aussieht, schaut euch die Insta-Story an, die ihr auf dem Freibeuter- und Pfeffersack-Kanal @freipfeffer auf Instagram sehen könnt. Mhm. Ja, da gewinnt ihr mal einen kleinen Einblick. So, Justus, wollen wir uns an die Arbeit machen? Oder ja, wollen wir vorher noch ein kleines Bierchen aufmachen? Wir wollen ein kleines Bierchen aufmachen. Dann, ja. Das sollte man. Schön, dass du das hier bereitgestellt hast. Ja. So, einmal. So, und einmal dann wieder schön den Flaschenöffner. Ja. So, und so. Prost, mein Lieber, auf Weihnachten, würde ich sagen. Ne? Auf Weihnachten. Genau, ja. Auf Weihnachten und diesen wunderbaren Podcast. Und ja, die fantastischen Dinge, die in dieser Folge bevorstehen, denn es sind wirklich einige Schmankerl dabei. Es ist so eine kleine Weihnachtsfeier. Wir beide werden uns hier wir werden uns hier nicht volllaufen lassen. Das überhaupt nicht. Das Bier ist ja alkoholfrei. Ich gehe nachher nochmal hoch zum Kühlschrank. Achso. Aber es wird, das sei versprochen, einiges passieren und nach hinten raus wird es immer besser. Also, ja, ich bin auch schon ein bisschen aufgeregt, was ich denn von dir zu Weihnachten kriege. Wer weiß, ob du was einer. Wir wichteln hier so ein bisschen, ne? Ja. Genau. Lass uns erstmal mit dem hier anfangen. Schatz, wie war dein Wochenende? Ja, Schatz, wie war dein Wochenende? Ich glaube, das reiche ich gleich zurück an dich, weil mein Wochenende war ganz furchtbar und deins war so mittelfurchtbar. Deswegen würde ich sagen, gebührt dir die Ehre anzufangen. Es war so mittelfurchtbar, aber ein Fun-Fact an dieser Stelle. Ihr habt zwar nicht gewonnen, genau wie wir, aber ich habe durch den Sky-Experten Tusche bin ich darauf aufmerksam gemacht worden, dass in dieser Saison noch niemand in Hamburg gewonnen hat. Und zwar sowohl beim HSV als auch bei St. Pauli hat noch keine Zweitligamannschaft auswärts. Also sowohl HSV als auch St. Pauli haben noch kein Heimspiel verloren. Verstehst du? Nee. Es ist eigentlich nicht so schwer zu verstehen. In dieser Saison haben weder HSV noch St. Pauli ein Heimspiel verloren. Ach so, ja, wirklich? Das heißt, es hat HSV hat auch noch kein Heimspiel verloren. HSV hat ja sowieso nur ganz wenig verloren. HSV hat weniger verloren als die haben ja zwei Spiele, glaube ich, nur verloren. Ja, das stimmt. Genau, das hat der Sky-Experte Tusche gesagt. Der weiß viel. Ja, das stimmt. Der vertuscht nichts. Ja, also das Wochenende, genau. Es ging gegen Schalke. Ja. Samstagabend, 20.30 Uhr, Flutlichtspiel im Volksparkstadion. Ja. Bei mir auf dem Sofa mit den Söhnen. Die Stimmung war bestens. Es war wirklich mal so ein richtig schönes, geiles Spitzenspiel, auf das man sich freuen konnte. Mhm. Dritter gegen Vierter. Es ging auch sozusagen um einiges. Ja. Schiedsrichter war übrigens der hier auch schon häufiger mal im Podcast erwähnte Dennis Aytekin. Auch das zeigte so ein bisschen. Ach ja, genau, das stimmt. Das ist mir auch aufgefallen. Ja, ne? Genau. Den wir noch gerade vorher erwähnt man merkte übrigens auch während des Spiels, das ist ein guter Schiedsrichter. Hat man wirklich einfach gemerkt. Ja, ne? Das souveränes ist, Auftreten, auch wenn es mal halt hoch. Also es gab mal so Szenen, wo es Rudelbildung gab. Ja. Fast schon Hauereien auf dem Spielfeld. Er ist ganz locker geblieben. Ja, das hat man auch in dieser Doku gemerkt, ne? die man sich da angucken konnte, dass er eigentlich ein ziemlich entspannter Typ ist. So. Ja, er macht ja auch Yoga. Ja. Ja. Terodde, Ex-HSVer, ist ja immer noch verletzt, war nicht dabei. Ja, schade. Aber Schalke natürlich trotzdem eine gute Mannschaft. Ex-St. Paulianer Salazar in den Reihen. Brandgefährlicher Typ. Der hat auch wieder ordentlich gewirbelt, ne? Der hat ordentlich gewirbelt, ja.
Der ist ja auch so ein Heißsporn, ne? Also wenn man den auf dem Platz sieht, der ist ja auch sozusagen, Ja. der steht immer kurz vorm Explodieren. Also mit dem möchte man nicht aneinander geraten. Ja. Da hatte man das Gefühl, der zuckt gleich ein Klappmesser oder sowas. Nein, Nein, nein. okay. Da ist ein ganz lieber. Aber Nein, so ein das ist kleiner, okay. ja, so ein kleiner, kleiner Salazar Slytherin. Du bist ja kein Harry Potter, Salazar, du bist ja. ja kein Harry Potter-Fan, aber Ja. Salazar Slytherin ist ja, Gibt es den? das ist der Oberböse. Ach so, okay, ja. Ja, es ist jedenfalls sozusagen, ja, Ja, nee, er ist so ein ist. kleiner Terrier, ne? Ja. So ein Wadenbeißer. Aber guter Techniker, mit großem Herz, ne? Uruguayaner. Ach, der ist aus Ja, es ist aus Uruguay? Uruguay, ja. Ja. Aha. Ja. Ja. Das ist schön. Die Urus. Die Urus. Immer, gab es große Spiele gegen die deutsche Nationalmannschaft. Natürlich, Uruguay war ja auch mal Weltmeister. Weißt du wann? Uruguay war der zweite Weltmeister, den es überhaupt gab. Und zwar, ich glaube, der erste Weltmeister war Italien. Das war also Ja. in den 30er Jahren. Ich glaube, 1932 Italien, dann 1936 Uruguay. Lernt man sowas im DFB-Museum? Nee, das wusste ich schon vorher. Das wusste ich schon als Kind, weil ich als Ja. Kind hatte ich irgendwie so ein Buch über die Weltmeisterschaften und da stand das alles drin und das lernt man dann ja relativ schnell auswendig, dass erst Italien, aber Uruguay dann war nochmal Italien. Ja. Ja. Ja, mein Vater hat auch immer Ojemine die Urus gesagt, wenn Ja, es bei einer es gibt. WM gegen die ging. Das irgendwie Ja, scheint die sind ja sehr. historisch ein Ja. schwieriges Kapitel gewesen zu sein für Es die gibt ja auch so deutsche ein Lied Mannschaft. von Fanny van Dannen über Uruguay. Ja. Ja, das ist gutes Land. Man hört zu wenig davon eigentlich, ne? Du wirst es nicht glauben, aber ich war schon mal in Uruguay. Wirklich? Ich war schon mal in Uruguay, ja. Ja, Ja, wirklich. auf einer deiner Genau, Südamerika-Touren. als ich in Argentinien war, da war ich eine Woche in Buenos Aires, habe ich gedacht, ach, man sieht Uruguay fast, man guckt da so ein Ja. bisschen übers Wasser. Und dann bin ich da mit der Fähre rübergefahren und hatte auch tatsächlich, ja, ich habe da einmal übernachtet und nee, es war ein bisschen langweilig, aber dann doch irgendwie sehr schön. Allein Ja. das Wissen, dass man in Uruguay ist, Ja, das ist das ist so schon speziell. exotischer geht's nicht, oder? Nee. Naja. Ja. So, wo waren wir stehen geblieben? Ach ja, HSV gegen Schalke. Salazar. Und es dauerte 77 Sekunden, bis Robert Glatzel einnetzte zum 1 zu 0. Ja. Es war ein Blitztor. Das war einstudiert, ne? Habe Eine ich Ecke, gelesen. genau. Ja. Ja, wobei es war eigentlich ziemlich. Also, Sonny Kittel hat einfach reingeflankt. Auf den Punkt genau und Glatzel war dann Glatzel war auch, ziemlich unbewacht. Glatzel war unbewacht, tatsächlich stand völlig frei, so ungefähr am Elfmeterpunkt und hat ihn dann wunderbar reingeköpft. Schön, dass Glatzel wieder trifft, freut mich sehr. Ja. Es ging dann aber nicht so gut weiter, also Schalke hat sich davon nicht so beeindrucken lassen, hatte dann auch ein paar gute Chancen. Vor allem in der zweiten Halbzeit. Ja, so besagter Salazar hatte nochmal irgendwie einen Schuss, der sehr gefährlich war. Und vor allem in der zweiten Halbzeit gab es so ein paar Momente, wo ich echt zum Haare raufen. Also das Schlimmste, die schlimmste Situation war, als der HSV baut ja immer das Spiel über den Torwart auf. Und Schonlau und Johansson haben da irgendwie hin und her gepasst und dann ging der Ball, da hat der Schalker Schurlinov sich aber den Ball geschnappt. Ja. Und lief frei, Ach ja, genau. genau, also Ja. eine unfassbare Ja. Situation, lief frei auf das Tor zu. Und hat dann daneben gesetzt, Genau, ne? Ja. und zwischen ihm und dem Tor war nur noch Johansson Ja. und er hat ihn dann aber rechts neben den Pfosten gesetzt. Ja. Das war sehr knapp, es hätte natürlich eigentlich der Ausgleich sein müssen, das war ungefähr in der 60. Minute. Ja. Schalke ist dann weiter im Drücker geblieben, hatte noch ein Ja. paar andere Chancen. HSV hatte auch noch die eine oder andere Chance. Ich hatte kein gutes Gefühl, muss ich sagen, sondern Nee, hat Schalke. HSV hat sich ziemlich an die Wand spielen lassen, was ich so gelesen habe. Ich habe nicht das ganze Spiel gesehen, leider, weil ich zwischendurch mit den Kindern was machen Sie haben musste, nicht aber gut verteidigt, hat Tim ja. Walter hinterher selber gesagt, er war ziemlich sauer. Ja. Gut, Schalke ist eine gute Mannschaft. Ja, sind sie auch, ja. Es kam dann, wie es kommen musste, in der 87. Minute, als man doch, dann dachte ich, jetzt könnte es vielleicht einmal Ja, irgendwie über die Zeit das ist dann ärgerlich, ne? retten. Das macht Genau, es noch schlimmer, eigentlich. hat Itakura Der den Ball Japaner. bekommen im 16-Meter-Raum, ein paar Meter vorm Tor und hat ihn dann reingeschoben. Der flipperte da so ein bisschen rum dabei und dann hat er Ja. ihn reingehauen. Ja. Das war es dann. Man muss tatsächlich so ein bisschen, es gab zwar keine großen Chancen mehr danach, aber man muss tatsächlich froh sein, dass der HSV das nicht noch verloren hat, Ja. finde ich. Ich war am Ende mit dem Punkt ganz zufrieden. Man ist Dritter. Ja, ihr robbt euch weiter hoch, ne? Also muss man sagen. Völlig kurios letzten Endes, dass der HSV
immer noch Dritter ist. Sie haben auch das Glück gehabt, dass Regensburg am Sonntag dann verloren hat. Ja. Sonst wären sie noch verdrängt worden von da. Aber jetzt werden sie auf dem dritten Platz überwintern und das ist doch ein gutes Gefühl. Das ist eine gute Position. Ja, das ist ein gutes Gefühl. Das stimmt, das stimmt. Ja. Unterm Strich habt ihr doch, ich meine, obwohl ihr viel enttäuscht habt in der Hinrunde, habt ihr aber doch, eben wie du schon gesagt hast, selten verloren. Ne? Das ist, also ihr habt eigentlich immer in Eichhörnchen-Manier eure Punkte gesammelt. So, ne? Auch wenn es oftmals nur ein Punkt war, aber doch habt ihr gepunktet. So, das rechnet sich dann am Ende der Hinrunde dann doch zu einem dritten Platz. Genau, sagen, und ich sag dir mal, also ich habe echt großen Respekt mittlerweile vor dieser Mannschaft und auch vor Tim Walter. Und ich sag dir mal eins, ich habe in dieser Woche, habe ich häufiger mal eine Szene aus Rocky Teil 5 mir angeguckt, wo Rocky zu seinem Sohn sagt, es kommt im Leben nicht darauf an, wie hart du zuschlägst, sondern es kommt darauf an, wie viele Schläge du einstecken kannst und trotzdem noch weiter nach vorne gehen kannst. Ja. Großartige Motivationsrede von Rocky, kann sich jeder auf YouTube angucken, diesen Ausschnitt. Und das, finde ich, ist echt der HSV. So viele Schläge eingesteckt, auch sozusagen so medial, ne? Immer diese Klugscheißer, die dann irgendwie dann immer das sagen, nee, der HSV ist nur noch Mittelmaß. Ja. Auch in diesem Podcast wurde ja auch diese These schon aufgestellt. natürlich. Und natürlich, es ist ja auch so, der Kader ist jetzt nicht so ganz so großartig, aber der HSV lässt sich halt nicht unterkriegen. Also das ist ja auch, das hat ja auch viel mit Psychologie zu tun und dann nach diesen vielen Unentschieden sich halt nicht unterkriegen zu lassen und trotzdem weit auch nach Rückschlägen, wie zum Beispiel, dass Ferro krank ist, dass Leibold die ganze Saison praktisch ausfallen wird. Ja. Keep moving forward. Das zeichnet den HSV aus und das ist auch, ja, deswegen habe ich ein ganz gutes Gefühl. Man muss natürlich jetzt aber auch sagen, dass der HSV schon 6-mal in dieser Saison eine Führung verspielt hat, ne? Und das ist Ligarekord. Der HSV hat einige Ligarekorde aufgestellt. Die haben ja auch zum Beispiel die beste Abwehr. Sie haben die meisten Unentschieden. Mhm. Und 6-mal schon Führungen verspielt. Und 6-mal schon Führungen verspielt, ja, es ist, ja, gut. Nein, es ist ja, ich stimme dir auch zu. Ich wollte nur noch mal, ich konnte das jetzt nicht so euphorisch stehen lassen. Nein, das, ja, was heißt euphorisch? Da musste man natürlich noch immer einen Dämpfer draufsetzen. Genauso einen Dämpfer, wie wir ihn auch bekommen haben in unserem letzten Spiel des Jahres. Allerdings, ja. Dämpfer nach Mainz. Leider haben wir noch einen schlimmeren Dämpfer gekriegt, nämlich, ein 0-3. Das ist, was war da los? Ein unbefriedigender Jahresabschluss. Ja. Schlimmer geht's nicht. Freitagabend. Ja, ich weiß auch nicht, was los war. Also es war, doch, nee, eigentlich weiß ich ganz genau, was los war. Also wenn man es sich einfach machen will, könnte man einfach sagen, Kiel war mega effektiv und St. Pauli hatte einen schlechten Tag. Aber es war letzten Endes nämlich mehr als das. Und zwar gab es nämlich einen taktischen Kniff bei Kiel, den sie angewendet haben. Und das hat, glaube ich, dazu geführt, dass es so ausgegangen ist. Ja, und zwar, also kurze Spielanalyse von mir. St. Paulis Aufstellung war nämlich unverändert zum letzten Spiel. Allerdings hat Holstein Kiel sich von seinem angestammten Spielsystem verabschiedet für dieses Spiel speziell. Ja, also die haben normalerweise spielen sie 4-1-4-1 und stattdessen haben sie sich in einem 3-5-2 formiert, was nämlich ungewöhnlich ist für sie. Die Taktik. Und das ist nämlich eine Formation, das habe ich nämlich nachher in der Analyse gelesen. Und es gibt auch eine super Analyse, vor allem bei millerton.de. Möchte ich hier gerne nochmal einen Shoutout geben, wo man das Ganze nochmal genauer nachlesen kann. Aber jetzt, also ich zitiere hier so ein bisschen: Die Formation, mit der St. Pauli gegen Düsseldorf, Schalke und Bremen Probleme hatte, ist nämlich dieses 3-5-2 gewesen. So. Und dort konnte St. Pauli nämlich nie sein eigenes Spiel richtig aufziehen. Und das hat der Kieler Trainer anscheinend gewusst und hat auch wahrscheinlich gewusst, dass St. Pauli wieder mit der gleichen Elf auflaufen wird, weil es auch keine Verletzten gab oder keine Gründe zum Umstellen. Hat das eiskalt ausgenutzt. So, und es stand halt 0-3 zur Halbzeit. Es war mal wieder, wie so oft, so eine kalte Dusche, wie sie es auch schon irgendwie gegen Darmstadt hatten. Da war es 0-4, aber ich meine, es war wieder so ein Halbzeitergebnis, wo man irgendwie so denkt, okay, das kann man theoretisch noch umbiegen, aber da ist kein Fußballwunder mehr dran. Ich habe übrigens erst zur Halbzeit eingeschaltet und hatte mich dann gefreut darauf, dass sie jetzt noch ein paar mehr Dinge eingeschenkt bekommen. Dem war dann ja nicht so. Die zweite Halbzeit war dann ja dann doch irgendwie... Aber es war... Ja, genau. Aber ich meine, das Ding war halt, St. Pauli hatte wirklich sehr, sehr geile erste 10 Minuten. Also sie haben richtig, richtig Druck gemacht. Es war ein Dauerpressing, was St. Pauli gespielt hat, mit ganz, ganz vielen
tollen Torchancen, wo sie es aber nicht geschafft haben, den Ball reinzukriegen. Und dann stand es halt 0-3 zur Halbzeit. Und bisher war es aber im Saisonverlauf so gewesen, dass St. Pauli sich eigentlich immer in der zweiten Halbzeit steigern konnte, wenn sie hinten lagen. Aber dieses Mal war das Gegenteil der Fall. Und ich glaube, das lag auch daran, dass zum Beispiel Simon Mackinock, der ja mit Corona flach liegt, fehlte. Und das hatte, glaube ich, nämlich Schulz schon beim Bremen-Spiel gemacht. Da hat er nämlich Mackinock eingewechselt, weil sie auch mit diesem Spielsystem nicht gut klarkommen. Da hat er nämlich den großen Leuchtturm nach vorne reingestellt, als große Anspielstation, dass sie mit langen Bällen operieren können. Und das hatte ja damals auch noch dann zu einem Unentschieden gereicht. Aber den hatten sie halt nicht. So. Und deswegen konnten die Kieler mit ihrer mannorientierten Pressing-Spielweise St. Pauli weiterhin dominieren. Und das Fazit aus diesem Spiel ist, dass es hoffentlich eine wertvolle Niederlage war, dass es nochmal vor der Winterpause so einen Dämpfer, so eine Klatsche gab, dass jetzt nämlich in der Winterpause unser Trainerteam Timo und Loik daran arbeiten können, wie man mit dieser Art des Pressings in Zukunft umgehen kann. Mhm. Und ich denke mal, das wird nämlich auch der Schlüssel für eine erfolgreiche Rückrunde sein, dass man es schafft, unverwundbar zu werden, wenn solche Situationen eintreten. Ja. Das, ja. Spannende Taktik-Psychologie-Analyse, die du da präsentierst. Mhm. Scheint mir aber alles sehr plausibel. Ich weiß aber, ich bin tatsächlich irgendwie ein bisschen, ich würde es natürlich auch gerne sehen, wenn ihr jetzt mal ein paar Spiele verliert, das gebe ich ja gerne zu. Natürlich. Ich kann mir schon vorstellen, dass das Dämpfer ist, der noch Folgen haben wird und dass ihr nochmal aus dem Tritt geratet. Ja, aber ich glaube, es ist ganz gut, dass jetzt die Pause kommt, wo man das mal so ein bisschen sacken lassen kann, analysieren kann. Beim HSV geht die Tendenz ja gerade nach oben und bei St. Pauli geht sie gerade nach unten. Das kann man mal so sagen. Das in der Mikrobetrachtung, das ist wirklich so. Es ist natürlich so, St. Pauli hat ja einfach auch gezeigt, dass sie einfach eine gute Mannschaft haben, dass sie einfach Fußball spielen können. Von daher muss man sich, glaube ich, nicht allzu viele Sorgen machen. So, jetzt sag mir doch mal kurz und knapp, wer war denn dein Man of the Match? Dein Man of the Match bei diesem 0-3. Gab es da einen Man of the Match? Ja, bei mir gab es ganz klar einen Man of the Match. Und zwar für mich wäre es Kiels Trainer Marcel Rapp, der St. Pauli einfach richtig gut ausgeguckt hat und die richtige Taktik gegen uns gewählt hat. Okay. Ja, das kann ja auch mein Trainer erkenne sein. Das erkenne ich neidlos an. Genau. Und bei euch? Bei mir, beim HSV, war das für mich war es Robert Glatzel, der das 1-0 geschossen hat und bei dem ich einfach froh bin, dass er doch jetzt in dieser Saison, dass er jetzt irgendwie in diesem Jahr für den HSV doch relativ häufig geknipst hat. Er hat 10 Tore geschossen, wenn man die Pokalspiele mitrechnet. Mhm. Kein Terodde, aber auch gar nicht so weit entfernt von Terodde. Und vor allem hat er sich nach diesem Hänger, den er mal hatte mit 7 Spielen, wo er nicht getroffen hat, auch offenbar wieder gefangen. Ja. So, also von daher Glatze. Ja, bei euch ist so ein bisschen Friede, Freude, Eierkuchen wieder. Ne? Es war so, vor 3-4 Spieltagen war alles noch irgendwie so Ojemini. Und jetzt haben irgendwie die Sorgenkinder haben sich irgendwie wieder gefangen. Ne? Die Punkte sind eingefahren worden. Man sieht daran ganz einfach, dass Fußball auch ein Tagesgeschäft ist. Ne? Also du gewinnst mal 2 Spiele und wirst in den Himmel gelobt. Und, Von der Krise kann aber jetzt keine Rede mehr sein eigentlich. Ne? Nö. Ja, sehr schön. Dann kommen wir jetzt zur Die goldene Ananas geht an. Ansgar, wer hat denn bei dir die goldene Ananas verdient? Ja, wer hat bei mir die goldene Ananas? Goldene Ananas, wir haben das ja nie so genau definiert, ob es jetzt eigentlich unbedingt ein Negativpreis ist oder ob es ein positiv ist. Doch. Achso, okay. Doch. Ich will einfach nur mal sagen, ich will das jetzt gar nicht so sehr als Negativpreis sehen, aber ich gucke mir immer die Pressekonferenzen vor dem Spiel des HSV an. Ja. So. Die finden ja mittlerweile als Videokonferenz statt. Ja. Das heißt, da vorne sitzen der Pressesprecher des HSV und unser Cheftrainer Tim Walter. Ja. Und zugeschaltet per Zoom, glaube ich, sind die Journalisten. Ja. Immer die gleichen Journalisten, logischerweise, ne? Die Hamburger Medien halt. Ja.
Und diese Veranstaltung ist, finde ich, mittlerweile ein bizarres Theaterstück, weil es wirklich völlig, ja, also das, die meisten Journalistenfragen sind halt nicht besonders gut. Das ist natürlich auch schwierig, also das ist wahrscheinlich auch schwierig, immer jede Woche eine neue Story rauszuholen. Ja. Aber diese Journalisten, das sind oft so gedrechselte, schlau formulierte Fragen, die dann aber weiter irgendwie total abtropfen Aber lässt. es liegt ja auch, glaube ich, immer an dem Adressaten. Also wenn, ich glaube, Walter macht es halt auch oder lässt es so erscheinen, als ob das alles eine sehr gequälte Veranstaltung wäre. Ja, Weil ich find, die St. Pauli-Konferenzen sind eigentlich immer sehr informativ und da wird jetzt auch irgendwie nicht lange rumgezaudert, wenn da irgendeine Frage kommt. Ich also meine, wird eine Sache, Timo die. Schulz handelt das alles immer sehr, sehr professionell ab. Also es ist jetzt nicht so, dass da irgendwelche Tadel ausgesprochen werden, was für eine blöde Frage das dann wäre. Ja, das war ja, das hatten wir im letzten Podcast, diese Die herrliche dümmste Stelle. Frage, die ich je gehört habe. Das ist eine Das war bescheuerte früher Frage. allerdings bei St. Pauli auch der Fall, und zwar bei Lienen. Ja, das kann ich Das mir war vorstellen. herrlich. Ja, Ja, das also, war es. Ja, das hat man das allein ist schon so. wegen des Ja. Unterhaltungswerts geguckt. Man hat gehofft, dass Lienen wieder einen dicken Hals kriegt wegen irgendwas. Das war immer sehr. Das macht er ja immer noch mit Mike Nöcker, ne? Ja, Das genau, hat ja. er Mike Nöcker Ja, so. Aber das, ja, die beiden, ja. ja. Na gut, jedenfalls, übrigens, hier, Fun Fact. Nee, beziehungsweise ich muss es anders erzählen. Also diese finden ja jetzt ja als, ne, ich muss es ganz anders erzählen. Die finden ja als Videokonferenz statt und sie werden ja auch live gestreamt. Du kannst sie dir auch, es kann sich ja jeder auf YouTube angucken, diese Pressekonferenzen. So, und Ja. das ist halt das Bizarre daran. Du kannst dir jeder HSV-Fan, jeden, der es wirklich interessiert, der guckt sich halt diese Pressekonferenz an und Ja. für den ist es dann relativ uninteressant, was das Hamburger Abendblatt oder die Bildzeitung am nächsten Tag daraus macht. Das ist Ja. manchmal, oder auch die Mopo, das ist dann irgendwie, dann sagt er irgendwie so einen unmotivierten Halbsatz zu Ali Du, das ist ihn eigentlich interessiert und dann steht am nächsten Tag in der Ja, Mopo, genau. Walter, jetzt redet er Klartext zu Ali Du. Ja. Kompletter Unsinn. Und dann kommt da irgendwie so ein relativ windelweiches Zitat, wo auch nichts Ja. wirklich dabei ist. So, und das eine Komische ist halt, dass bei diesen Pressekonferenzen, die haben keinen Sinn mehr, weil die Journalisten daraus nichts mehr machen können, weil das sowieso alles damit verpufft ist, die Story. Ja. Es ist am besten, sich die Pressekonferenz anzugucken und dann nichts mehr in der Zeitung zu lesen danach eigentlich, weil das ist Dann hast du eh die nur noch wieder Gekäue. ungefilterte richtige Ja. Information und musst nee, Ja. hast nicht so das. So, früher war das natürlich anders, früher wurden die nicht übertragen. Ich war übrigens mal selber auf einer Presse, oder ich war früher, es gab mal Zeiten, da war ich selber mal häufiger auf einer Pressekonferenz vom HSV. Als Reporter. Als Reporter. Es Ja? ist Hast auch mal lange. eine Frage gestellt? Ja, da war Frank Pagelsdorf noch Trainer, also es war Ja. wirklich in den Nullerjahren, Ach ja. es ist lange her Ja. und ich war ab und zu mal da und da fuhr man halt zum Volksparkstadion, dann war das dann live, dann war man da Ja. vorher, hat man sich Fragen überlegt, dann gab es eine Warst du Fragerunde. damals Volontär bei der Harburger Anzeigen und Ich ich, ich Nachrichten? war als Erzähl Report, mal. ich war als Der Reporter. rasende Also Reporter. ich war als rasender Reporter da. Also das ist alles, was man jetzt wissen muss. Ich habe den Rest auch ehrlich gesagt vergessen. Kermit der Frosch als Sportreport. Kermit der Frosch? Es gibt diesen Achso, Kermit-Sportreport. ah ja, okay. Ja. Also das ist jetzt keine Anspielung auf meine Stimme oder sowas, ne? Nein! Hab ich eine Froschstimme? Nein. Manchmal. Nein. Ja, ich weiß. Sagt deine Frau ja auch immer. Das sagen alle. Das sagen alle. Naja, ich weiß wohl, was ihr über mich redet. So. Aber es ist immer voller Respekt. Ich meine, Ähm, wir lieben Amphibien. so, also ich war da. Also du warst da. Frank Pagelsdorf war noch Trainer, so, und dann wurde halt in großer Runde Fragen gestellt. Danach durfte man noch mit seinem Mikro nach vorne kommen, noch Einzelfragen stellen. Ja. So, was da der Sinn war, weiß ich nicht genau. Und danach gab es noch Brötchen. Ja. Dann war man da noch und hat ein Mettbrötchen gegessen und sich Ja. mit den anderen Journalisten unterhalten. Und dann fuhr man irgendwann zurück in die Redaktion, hat sein Artikelchen geschrieben und der erschien dann ein bisschen da. Und dann wusste der Rest der Stadt Für auch. welche Zeitung war es denn jetzt? Sag doch mal. Es war nicht für eine Zeitung. Es war nicht für eine Nein, Zeitung. es war nicht für eine Zeitung. Wofür hast du denn dein Für Artikelchen einen geschrieben? Radiosender. Für einen Radiosender. Ja, Ach für so, einen für welchen Radiosender. denn? Alsterradio. Ah, ja. Alsterradio. Na, jetzt ist es raus. Genau. Gibt es Alsterradio eigentlich noch? Ich glaube, die heißen mittlerweile anders. Naja. Ist noch kein Schlager. Waren damals, glaube ich, ach, der, ja, ist egal.
Warst du der Prakti, den sie hingeschickt haben, oder warst du Ressort Sport? Ich war Ansgar Faut, Finanzen und Sport. Genau, das war ich. Genau. Und natürlich irgendwie, ich habe natürlich auch die Schlagersendung damals moderiert. Ja. So, wo war ich? Genau, und damals machte das alles halbwegs Sinn und jetzt macht das, finde ich, irgendwie keinen wirklichen Sinn mehr, diese Pressekonferenz. Warum denn? Ja, weil die Leute das halt schon vorher wissen, so, und so eine Pressekonferenz macht irgendwie nur dann Sinn. Also das Update, wie steht es denn um die Spieler? Also das finde ich immer spannend. Also ich mag immer gerne zu hören, so wie ist es denn jetzt irgendwie, kann der und der spielen? Wie hat sich das entwickelt? Ist der noch irgendwie krank oder angeschlagen? Ja, das ist spannend. Das und dann stimmt. Ist noch spannend, irgendwie so, geben Sie mal einen Ausblick, so wie schätzen Sie den Gegner ein? Das finde ich auch immer spannend, wie der Trainer das so und da, analysiert. Und da sagt dann Tim Walter immer, ja, wir schauen nur auf uns. Ja, das stimmt. Ja, das Tim Walter sagt immer nur, wir schauen nur. Übrigens, also eine Sache, die ich jetzt noch, ich will ja gar nicht sagen, dass die HSV-Pressekonferenz die goldene Ananas ist, aber ich muss das einfach an dieser Stelle mal sagen, es ist schon eine komische Veranstaltung. So, und es liegt halt auch daran, dass Tim Walter das alles immer so ein bisschen abtropfen lässt. Man, es ist so, Journalisten, das ist nicht so ganz sein Ding. Ist nicht so ganz sein Ding. Ja, er mag das nicht. Er wurde gefragt, was war eine rückblickend aufs Jahr betrachtet, was waren denn ihre Top 3? Und was waren ihre Flop 3? Irgendwie das sind natürlich Frage. Auch idiotische Fragen. Und dann hat er irgendwas geantwortet, irgendwas relativ Nichtssagendes. Ich glaube, er hat dann irgendwie sowas gesagt, das ich weiß nicht, ob seine Lieblingsorte oder was. Er hat was relativ Nichtssagendes gesagt bei den Top 3. Und bei den Flop 3 fiel ihm das, hat er gesagt, ach, da fällt mir jetzt gerade nichts ein. Ja, kannst du als Journalist auch nichts machen. Das Lustige ist, bei YouTube hat da jemand drunter kommentiert. Ja. Er hat gesagt, das übernehme ich mal für Tim Walter. Und er hat geschrieben, Flop 3 für Walter wären gewesen Derby-Niederlage, Medienrummel in Hamburg und die Fragen von Radio Energy. Das war die dümmste Frage. Radio Energy hat halt immer so Leserfragen oder beziehungsweise Hörerfragen. Und das fand ich einen ganz lustigen Kommentar bei YouTube. Ja, die Derby-Niederlage wiegt schwer, ne? Das stimmt. Ja. Was war denn deine goldene Ananas? Meine goldene Ananas bekommt tatsächlich Timo Schulz von mir. Ja. Now we're talking, ja. Cool, jetzt wird es mal spannend. Ich scheue nicht, Man of the Match den gegnerischen Trainer zu nennen, aber auch für die goldene Ananas den eigenen. Genau, und deswegen kriegen die Journalisten von mir halt, und deswegen die Podcaster sind es nämlich. Die Podcaster, die in ihrem Keller Klartext Wir geben. Legen den Finger in die Wunde. Ja. Okay, Timo Schulz. Timo Schulz kriegt von mir die goldene Ananas. Gerade eben noch auf dem Elf-Freunde-Cover. Ich muss ihn jetzt mal runterbringen von seinem hohen Ross, den edlen Herrn. Timo Schulz kriegt die goldene Ananas, weil er zuerst Corona bekommen hat. Das ist natürlich schon mal Pech. Ja, ne? Also er tut mir auch so ein bisschen leid. Also kriegt die goldene Ananas so ein bisschen auch als Mitleid. Erst Corona bekommen, dann zwei Spiele verpasst, wo seine Co-Trainer das super gemacht haben, zwei Siege eingefahren haben. Sobald er zurückkam, gab es ein Unentschieden gegen Düsseldorf und danach eine Niederlage in Kiel. Ja. Das ist für mich eine goldene Ananas wert. Das ist in der Tat sehr überzeugend. Ja. Dann kommen wir doch jetzt zum Walter der Woche. Der Walter der Woche. Hast du einen Walter der Woche? Ich habe einen Walter der Woche, ja tatsächlich. Sag mal. Ja. Und zwar ist für mich der Walter der Woche, dass er nach dem Spiel im Live-Interview auf Sport 1. Ich weiß, was du sagst. Ja. Ich weiß, dass er da seinen eigenen Abwehrspieler Jammerer, wird das, glaube ich, gesprochen, ne? Dass er Jammerer kritisiert hat. Ja. Und das ist kein guter Stil, finde ich. Ne? Das muss man nicht vor laufender Kamera machen. Schon mal gemacht, gerade wenn man der Presse kritisch gegenübersteht, sollte man dann vielleicht nicht vor der Presse dann irgendwie solche Äußerungen machen, unbedachterweise. Jumbo kriegt den Ball durch die Beine, das war einfach schlecht verteidigt, motzte Walter. Ich hab das einfach mal zitiert aus einer Zeitungsmeldung, der sich auch darüber ärgerte, dass Jammerer beim Zuspiel von Salazar nicht schneller rausrückte. Dann wäre es klar abseits gewesen. Also es ist nicht wirklich, es ist nicht so die feine englische Art. Einzelne Spieler rauszupicken und zu kritisieren, das ist extrem ungewöhnlich. Das macht man nicht. Nee, ja, nee. Ich meine, es ist ein bisschen schade. Also ich meine, andererseits könntest du ja auch sagen, ja gut, das sind ja Fehler, die dann eigentlich auch jeder sehen kann.
Ja, eben, ich meine, das ist. So, aber dass der Trainer das selber macht, das ist schon Auch, ich meine, es ist speziell. ja okay, es stimmt ja wahrscheinlich auch und es ist auch okay, dass er sich darüber Naja. ärgert, aber es sollte er dann vielleicht dann Walter ist ja doch eher jemand. hinter verschlossener Tür ansprechen. Walter ist ja jemand, wenn man ihn etwas näher kennt, und damit schlage ich jetzt auch schon die Brücke zu meinem Walter der Woche, Ja. der überhaupt nicht gut verlieren kann. Und ich glaube, Ja. er ist halt jemand, der dann auch echt irgendwie einfach vielleicht nicht sich so ganz unter Kontrolle hat. Ich Ja, weiß es ja, nicht genau, ja. denn er einfach so ein bisschen. Was ja natürlich aber auch irgendwie. Ist doch sympathisch, also Es ist authentischer Typ, na, ne? sympathisch nicht, aber Nee, es, aber also es authentisch. garantiert irgendwie Ja, Unterhaltungswert, genau, ne? das stimmt. So. So, ja. Es ist halt so eine tickende Zeitbombe. Ja. Es kann alles passieren mit ihm, ne? Ich bin aber auch ganz sicher, dass er Jan Jamra schon längst wieder in den Arm genommen hat und gesagt, komm, Ja, hier wahrscheinlich. vergessen, machst das nicht so besser. Ja, Hast ja. du, Ja, ich glaube, das ist eine wertvolle Lektion für wenn man ihn Jamra. jetzt darauf ansprechen würde, würde er wahrscheinlich auch sagen, so, ja, das rutscht mir halt manchmal so raus, tut mir leid, ja. Also, Mein Walter der Woche muss ja auch nicht immer was Negatives sein, nein. sondern überhaupt gar nicht, muss überhaupt, Es kann nee, alles genau, sein. also Ja. das ist, die ganze Rubrik zeigt ja, dass wir diesen Mann verehren. Ist das sehr lange, wunderbare Interview in dem Podcast Pur der HSV. Also der HSV selber hat einen Podcast, der heißt Pur der HSV, da werden immer HSV-Spieler Ja. beziehungsweise HSV-Verantwortliche interviewt. Glatzel war schon dabei, Kittel war auch schon dabei, Schonlau war dabei, Rubesch war dabei und jetzt wurde halt zum Jahresabschluss Tim Walter interviewt. Ja. Übrigens das auch nochmal so mit Blick auf die Journalisten. Diese Pressekonferenz ist halt auch deswegen so uninteressant, Ja. weil der HSV natürlich auch selber wahnsinnig viele Medien produziert und dieser Podcast, Pur der HSV, ist einfach der beste HSV-Podcast, wenn man mal von unserem absieht, Ja. den es so gibt und der ist sehr lang, ich glaube 1,5 Stunden. Ich habe das vorhin noch mal wieder noch zum zweiten Mal gehört, als ich hierher gefahren bin, Ja. die halbe Stunde nach Buchholz. Ja. Und es ist total, ja, also sollte sich jeder mal anhören. Es ist, finde ich, das beste Tim Walter Interview. Ich habe jetzt einige auch, er war auch in anderen Podcasts, beim Abendblatt war er auch im Podcast. Es gab ja auch so bei Sky und im Abendblatt gab es natürlich überall gibt es natürlich Porträts über ihn. Aber das war wirklich das Beste. Er erzählt über Weihnachten und aber auch zum Beispiel, dass er erzählt, wie gerne er Weihnachten feiert mit seiner Das Familie. ewige Thema. Genau. Ja. Er hoffentlich demnächst erzählt er, wie schön Ostern ist und wie sehr er den Frühling mag. Ja. Ich liebe Geburtstage. Er hat ja im November Geburtstag. naja. Und ja. Erzählt auch so ein bisschen, wie er Trainer geworden ist, was auch ja irgendwie bei ihm mehr so ein bisschen, also er war ja wohl immer ein riesen engagierter Fußballmensch, so als Ja. Spieler und so, aber hat wohl die Trainerkarriere auch nicht so ganz angepeilt, jedenfalls nicht so im Profibereich, hatte ich den Eindruck, weil er hat lange in der Jugend und so und ist dann beim KSC, ist er ja Co-Trainer von Kauczynski bei der U19 geworden und Ah so. ja. Genau. So, jedenfalls sehr interessant, sehr viele spannende Einblicke und finde ich das beste Walter-Interview und deswegen mein Walter der Woche. Kannst du empfehlen für Pur der alle? HSV, der HSV-Podcast. Sehr gut. Sehr schön. Ach, lass uns doch nochmal jetzt ganz kurz auf den nächsten Spieltag blicken, der ja ein Weilchen hin ist und dann können wir zum Höhepunkt der heutigen Podcast-Folge kommen, oder? Ja, gerne. Okay, dann ziehen wir alles mal so ein bisschen vor. Also, wie ist denn dein Ausblick auf das nächste Es Spiel? ist jetzt ja erstmal sehr lange Pause. Auch unser Podcast wird dann ja ein bisschen Pause machen. Trainingslager liegt an beim HSV in Ja. Südspanien. In, oh, wie heißt das da noch? Wo sie sind, habe ich gerade vergessen. In Andalusien. In einem Örtchen, wo man wohl auch sehr schön Golf spielen kann, wo es jetzt sicher warm ist. Hoffen wir mal, dass sie trotz Corona dahin fahren können. So, und das nächste Spiel ist dann am 14. Januar, Freitagabend 18:30 Uhr. Gegen Dynamo Dresden. Ihr eröffnet dann also quasi die Rückrunde im neuen Jahr. Ja, es ist ja nicht die. Genau, Ja, gut, sozusagen. also, ja. Genau, das machen wir am Freitagabend gegen Dynamo Dresden. Das Hinspiel war ja 1:1 unentschieden. Ja, ihr habt auswärts jetzt, ne? Habt ihr Ja, Auswärtsspiel? das ist Ja, dann auswärts, ja. genau. Und das war dann ja sozusagen der Auftakt für diverse Unentschieden, die dann folgten. Ja. 9 Unentschieden insgesamt waren es ja, es ist ja beim HSV bislang. Ja. Interessanterweise übrigens, Dynamo Dresden hat nur einmal unentschieden gespielt. Nämlich gegen Ja, gegen euch. den HSV. Ja. Ansonsten, ja, das ist interessant, sie sind jetzt ja Elfter auf dem 11. Platz, Die haben haben aber, verloren letzte Woche, ne?
Ja, und zwar haben sie gegen Ingolstadt, das ist auch interessant, Ja. sie haben gegen Ingolstadt 3-0 verloren. Ja. Und das Hinspiel, also das Auftaktspiel Ja. zur zweiten Liga, haben sie noch 3-0 gegen Ingolstadt gewonnen. Ja, interessant. Und hatten ja Ähnlich sozusagen. wie wir, wie St. Pauli ja auch 3-0 gegen Kiel gewonnen Ja, hatte und jetzt 0 zu 3. genau. Ja. Hatte auch, also Dresden hat ja so einen Lauf und sind jetzt so ein bisschen, ja, geht wieder nach unten und sie werden sicherlich gegen den Abstieg spielen, aber es wird auf jeden Fall sicherlich ein hartes Spiel. In Dresden immer schwierig, ne? Obwohl natürlich jetzt mit den, also wahrscheinlich wird das ja das erste Spiel wieder vielleicht vor leeren Rängen sein, ne? Mal abwarten, wie Das jetzt die sieht Bestimmungen absolut sind, danach aber aus, ja, das stimmt. ja. Ja, wobei, ich glaube, in Dresden war ja jetzt schon, war jetzt ja schon irgendwie, waren ja keine Zuschauer, war jetzt schon Geisterspiel. Das Also ich glaube, kann Aue sein. gegen Dresden, die haben doch auch gerade gespielt. Also bei Dresden sind die Fans ja auch ganz komisch, ne? Die boykottieren doch irgendwie alles, was irgendwie mit Corona, Ja. mit 2G ist und so, da kommt dann irgendwie die Hälfte der Fans kommt da Ja, nicht. das ist. Ja. Naja. Und gegen wen spielt ihr? Ach so. Ja, also Trainingslager haben wir auch, also momentan, ne? Also es ist jetzt immer so Stand Ja. Ist es Dienstagabend. immer noch Stand, dass ihr mit Werder Bremen zusammen das Trainingslager oder dass ihr mit Ja. Werder Bremen Ja, fliegen da wurde werdet? ja damals viel drüber geredet. Ich nehme an, ja, dass es noch immer so ist. Aber es wird jetzt auch irgendwie nichts mehr gesagt dazu. Also Wintertrainingslager wäre vom 2.1. bis 9.1. in Benidorm in Spanien. Wahrscheinlich mit Werder Bremen, aber wahrscheinlich werden sie sich jetzt keinen Flieger teilen, wenn das wegen Corona, werden sie wahrscheinlich nicht machen, denke ich mal. Fliegen sie wahrscheinlich, dann Nee. ist das Klima dann doch egal. Ja, Ja. das ist ja gut, okay. Ja. Ja. Also genau, also mal gucken, also vielleicht machen sie ein Trainingslager. Ich hoffe es natürlich. Aber ja, und dann das nächste Heimspiel ist für uns gegen Aue. Das ist am Samstag, den 15.01. Tag nach euch. Ja, Aue ist Tabellenvorletzter. 14 Punkten stehen kurz vor Ingolstadt. Also gegen die hatten wir damals, weiß ich noch, auch nur ein 1 zu 1 geschafft. Also es war auch, ja, Ja. das war komisch irgendwie. Wir hatten ja auch unsere große Mühe gegen Aue, HSV. Ja, Das war ja genau, ihr dieses, auch das ein war 1 zu dieses 1, ne? ganz, Das skurrile das war Spiel. dieses, genau, dieses ganz Ja. skurrile Spiel, wo Ja. noch das Tor in der letzten Sekunde, dieses, es war ja sogar ein Ja. Eigentlich Aue, ja. Ja. Also ich kann mir auch bei Aue vorstellen, ich meine, die haben die letzten 4 Spiele verloren. Die sind ja also wirklich desolat. Also können wir gut vorstellen, dass das eine ganz, also nicht eine ganz andere, aber dass eine veränderte Mannschaft auflaufen wird. Die werden bestimmt nochmal nachbessern, schätze ich mal, in der Winterpause. Also das kann man schlecht einschätzen, aber tendenziell natürlich. Als ein Heimspiel gegen den Vorletzten könnte man mal gewinnen. Das wäre ganz schön, wieder als Wiedergutmachung. Und danach, Ansgar, weißt du, welches Spiel danach kommt? Selbstverständlich weiß ich das. Hm. Freitagabend, Freitagabend. 18:30 Uhr. Ja, allerdings. Natürlich, Das das weiß ich. Derby. Ja. Das Derby, dann das Ja. wird sehr spannend im Volksparkstadion. Ja, genau. Dann auch vielleicht ohne so Auch viele ohne. Ja, Zuschauer. scheiße, ne? Das Ja, ist echt. das Das ist ist also ärgerlich. wirklich. Ja, genau. Also Furchtbar. das auch die Pokalspiele, auch euer Pokalspiel gegen Genau, Dortmund. Dortmund vielleicht auch. Also, es ist Ja, wirklich. bitter, Ah, es ist, bitter. also, vor allem also finanzielle Ja, Einbußen, ne? Das ist wirklich. wem sagst du das? Wem Wem sagst sagst du du das? das? Ja. Wir Pfeffersäcke sind ja auch keine so richtigen Pfeffersäcke mehr, sondern wir sind ja Das ist jetzt Säckchen. arg gebeutelt. Arg gebeutelte Gebeutelte Säcke. Säcke, sagt Genau. So, das ist alles wunderbar. Das ist alles sehr schön. ihr. Lass Ja. uns doch jetzt mal zu dem hier kommen. Oh, raschel, Knister, raschel. Das Knister. kann es sein. Es ist bald Weihnachten. Ja. Natürlich Ach. feiern auch der Pfeffersack Die und Freibeuter und die Pfeffersäckchen haben leuchtende Augen Genau. und So, stehen es stehen hier wirklich zwei vor dem großen Baum wunderbare, und haben zwei also Geschenke es stehen steht hier. ein groß, ich würde mal so ein, also ein großes Geschenk und auch Ja. ein mittelgroßes Geschenk. Das Ein eher große kleines Geschenk Geschenk, ist würde ich von sagen. dir für mich. Es Ja. ist so ein bisschen so hellbraunes Packpapier mit einer schönen Schleife oben In dran. Blau-Weiß, ne? Blau-weiß, ja, Bitte ich genau. zu beachten. Ach so, tatsächlich. Und das andere, das Und was. meins ist ja auch braun-weiß. Das ist ja aber mit viel Liebe ausgesucht, das Packpapier von dir. Ja, ich habe das selbst verpackt, das stimmt. Und es sieht so aus, als hätte es ein Mann verpackt, Es sieht, ja, beide ja. Geschenke sehen wirklich so aus, als ob sie von Ja. Männern verpackt worden sind. Darf Sind ich sie auch. anfangen aufzumachen? Ja, mach, ja, bitte, Okay, fang an. ich mache mal das Schleifchen Ja, mach auf. das Schleifchen auf. Ich Vorsichtig. nehme das Schleifchen ab. Knister, Papier knister. bitte nicht zerreißen, das brauchen wir noch. Knister, knister. Was ist das?
Das ist ein ganz edler Bilderrahmen. Ach du meine Güte. Du musst es so lassen, wie es da drin stand. Mach das mal wieder zurück. Das ist so. Ich habe da nämlich schon was arrangiert. Hm. Also es ist jetzt so, hier, ich ja. das jetzt, ich fotografiere das auch gleich nochmal, damit man das dann nochmal auf Insta sehen kann. Ja, ja. Warte mal eben kurz, ich mach mal eben Licht. Ja. Also ihr könnt ja auf unserer Insta-Story angucken. Das ist ein Bild. Was kann es sein? Das ist was, also ein blauer Bilderrahmen ist irgendwie, ich weiß nicht, ob du es selbst angesprayt hast, kann ich mir nicht erinnern, ganz schön, also HSV-Blau, eine Winterlandschaft, eine Hütte im Schnee, oben drüber leuchtet die Sonne. Ich nehme das Bild jetzt mal hoch, also es ist auf einem ganzen Bilderrahmen. Also darunter sind dann Kerzen. Ja, ja. Da ist Lotus. Ach so, das ist sozusagen ein Schrein. Ist es eine Art Schrein? Ja, und zwar, pass auf, du musst jetzt mal in den Bilderrahmen dieses Bild rausnehmen. Das kann man rausnehmen. Also eine das kann man rausnehmen, ja. Soll ich ziehen? Zieh mal. Ah! Aha. Ja. Es war nämlich gar kein Bild, es war nur eine Weihnachtskarte. Ja, was steht denn hier? Wer hat denn hier? Renate? Ja, das ist die Frau, von der ich das bestellt habe. Ah, wirklich? Die hat mir diese Karte mitgeschickt und ich habe mich dann einfach noch drunter geschrieben. Mit also. Frohe Weihnachten. Was nämlich eigentlich das Geschenk ist, ist nicht dieser Rahmen, ist auch nicht diese Karte, sondern das, was in dem Rahmen jetzt hinter dieser Karte erschienen ist. Und zwar, was ist das, Ansgar? Das ist ein Foto, es ist eine Autogrammkarte. Es ist nicht nur ein Foto. Es ist eine Originalautogrammkarte. Es ist eine Originalautogrammkarte von unserem Cheftrainer Tim Walter. Ja, ja. Der da steht. Eine Rarität. In seinem Ortomol-Trikot. Übrigens, ein bisschen der Kragen sitzt ein bisschen schlecht bei ihm. Ja. Das ist wirklich so ein bisschen, ne? Das ist ihm aber sowas von egal. Hände auf dem Rücken. Ja. Blick klar nach vorne. Also eine ganz normale Autogrammkarte, also eine ganz tolle Autogrammkarte, aber das Ganze eben halt als Schrein. Das ist ein Gebetsschrein, genau. Ansgar. Und darunter sind vier Kerzen. Damit du kannst ihm huldigen. Und immer das möchte ich gerne, dass du bei HSV spielen oder vorher, dass du die Kerzen anzündest. Ja. Was liegt denn da noch mit dabei? Da sind vier Kerzen, das sind Räucherstäbchen. Räucherstäbchen Lotto. Natürlich auch, das gehört mit zu einem Schrein. Ja, natürlich. Und dann ist da noch irgendwas? Ja, dahinter sind auch noch. Ah, dahinter sind noch so HSV-Drops. So kleine Leckerlis da. Ja, toll. Also Justus, ne? Wahnsinn, ein tolles Geschenk. Justus ist ja jemand, der tolle Geschenke macht. Und hier ist auch noch was. Guck mal, auf der Seite hier. Noch mehr. Da hinten ist auch noch was Kleines. Noch was? Ja, noch was. Guck mal. Oh, Süßigkeiten. Ja. Natürlich, damit ich wieder ein bisschen. Guck mal, was das ist. Das ist die Stadionwurst. Das ist die Haribo-Stadionwurst. Wusstest du, dass es sowas gibt? Nee, das wusste ich nicht. Das ist lustig, ne? Ich dachte mir jetzt, wo man in Zeiten, wo man nicht ins Stadion gehen darf, da kann man dann trotzdem eine Stadionwurst als Weingummi essen. Das ist wirklich kompletter Wahnsinn. Ich muss sagen, da hast du das echt gut gemacht. Ja, das freut mich. Ich weiß doch, was HSV-Fans mögen. Mega cool, Justus. Ja, ist schön, ne? Echt cool. So, aber jetzt pack du mal aus. So, ja, was kann das sein? Also er packt das rote Geschenk aus und da drin ist, ja, sag mal, was du da siehst. Liebevoll verpackt. Liebevoll verpackt, nicht ein brauner Kasten, ein brauner kleiner Karton. Bislang sieht Justus nicht begeistert aus. Oh. Das ist ja. Es ist. Oh, es ist eine Freibeuter und Pfeffersack Kaffeetasse. Das ist natürlich super cool. Es ist ein Henkel. Wow, was für ein tolles Logo. Wer hat das denn gemacht? Ein Henkelpott. Ja. Genau, also der Henkelpott. Ein Traum. Danke, Ansgar. Ja. Ja, das ist sehr cool. Unser erstes Merchandising. Genau. Und das Piece, ist, das, ne? Was du da sagst, ist kein Witz, Justus. Denn das Ding, halt es bitte nochmal hoch, ich mach mal ein Foto davon. Gibt es davon noch mehr? Pass auf. Das ist natürlich eine absolut limitierte Auflage, ja? Zeig es bitte nochmal hier rein. Ja, genau. Bitte nochmal kurz in die Kamera halten. Diesen geilen Becher. So, pass auf, ich habe ein Foto gemacht. Das liebe Hörerinnen, liebe Hörer, jetzt denkt ihr natürlich. Ist aber gut gedruckt, ne? Hervorragend, ne? Genau. Also, kann ich auch so einen Becher bekommen? Kann ich den irgendwo kaufen? Ihr könnt ihn erstmal gewinnen. Und zwar auf unserem Instagram-Channel, @freipfeffer. Werdet ihr in Kürze, oder nee, wenn diese Folge on air ist, dann ist das Ding schon da. Dann ist da das Foto von dem Becher und von Justus.
Und dann könnt ihr das liken und vielleicht auch kommentieren. Und dann werden wir das bis Silvester laufen lassen. Und am 1. Januar wird eine Glücksfee, die wir noch definieren werden, auslosen, wer diesen Becher bekommt. Denn einen Becher haben wir noch. Der ist jetzt deiner, Justus. Das ist jetzt mal, ich wollte gerade sagen. Den aber wir haben her. Natürlich noch, obwohl es natürlich sehr, sehr streng limitierte Auflage, ja. Weil sowas natürlich auch, das kostet ja auch eine Kleinigkeit, so einen Becher herzustellen. Ja. Die Becherpreise sind auch unglaublich in die Höhe geschossen kürzlich. Genau. Lieferkettenengpässe. Ja, ja, so, genau. Ne? Ja. Könnt ihr es gewinnen? Wer übrigens sagt, das ist mir zu unsicher mit dem Gewinnen und Silvester und sowas, der kann natürlich auch uns eine Mail schreiben, freibeuter@pfeffersack@gmail.com und sagen, ich möchte gerne einen Becher für 10 Euro kaufen. Und dann sagen wir euch, wo ihr 10 Euro hin überweisen könnt. Und dann schicken wir euch so ein Ding zu. Ein Traum, Ansgar. Hast du dir sehr, sehr schön, sehr lieb ausgedacht. Ja. So, das sind ja echt tolle Geschenke. Fehlt eigentlich nur noch das hier. Leserbrief der Woche. Ja, was ist es denn? Ich bin wieder gespannt. Ich bin heute so gespannt die ganze Zeit. Ich halte es gar nicht aus. Zum Jahresende haben wir nochmal tief in die Mottenkiste gegriffen und die Lichtgestalt des deutschen Fußballs meldet sich zu Wort. Ja, ist denn heute schon Weihnachten, gell? Ja, das ist ja der Wahnsinn, gell? Also was ist für coole Geschenke bei euch gibt's, gell? Ja, so einen Becher hätte ich natürlich auch ganz gern gehabt, gell? Und aber ich glaube, also ich werde den auf jeden Fall, ja, werde ich den gleich einmal liken, gell? Oder wie man das heute sagt, gell? Ja gut, also ich meine, ihr habt ja in dieser Saison, ja, ihr habt ja natürlich schon auch ganz schön Zunder bekommen, ja, vom Oli Kahn und vom Tim Walter, gell, und von noch ein paar anderen, glaube ich. Aber also ich muss ganz ehrlich sagen, ich persönlich, ja, ich finde euren Podcast also wirklich, wie mir ein Giesing sagen würden, ja, also fundig, gell? Ja. Also Jungs, gell, macht's weiter so, ja, geht's raus und macht's Podcast, gell? Fröhliche Weihnachten vom Kaiser. Für's euch. Ja, das war ja, der Kaiser. Das war doch mal zur Abwechslung was Nettes. Ist auch nicht so oft vorgekommen. Er hat schon recht, wir haben Zunder hier bekommen. Ja. Das Jahr neigt sich dem Ende zu, Justus. Es war mir ein ganz besonders großes Vergnügen, mit dir diesen Podcast starten zu dürfen. Es war mir eine persönliche Hinrunde, eine gute Hinrunde mit dir. Genau. Hat Spaß gemacht. Im neuen Jahr sprechen wir uns wieder. Ich weiß jetzt noch gar nicht genau wann, aber wir sind auf jeden Fall rechtzeitig da für euch, liebe Hörerinnen und liebe Hörer. Ich würde sagen, nach dem ersten Spieltag wieder. Noch. Nach dem ersten Spiel. Wir gönnen uns mal eine schöne Pause. Ja. Schöne Weihnachtspause. Ja. Winterschlaf. Spritzgebäck fressen und Winterschlaf halten. Ja, natürlich. Und wir wünschen euch wunderschöne Weihnachten. Wir wünschen euch einen fantastischen Rutsch ins neue Jahr. Und alles, alles Gute und vor allem bleibt gesund. Frohe Weihnachten. Tschüss. Tschüss. Ja, jetzt habe ich gerade gesehen, gell, jetzt habe ich vergessen, das Mikro anzuschließen. Gell, aber ja, ich hoffe, die Tonqualität ist jetzt trotzdem, also ist einigermaßen okay. Gell.